Hallo und herzlich willkommen bei Coach Me Fit und unserer neuen Faszien-Fit-Serie. Ja, es geht um unser Bindegewebe. Das sind alle Bänder, Sehnen, alle Gelenksknorpeln, das sind alle Muskelhüllen und das ist das ganze gesamte Netzwerk an kollagenen Fasern, das unseren Körper durchzieht, vom Kopf bis zur Fußsohle. Du kannst dir das vorstellen wie ein Obstsackerl. Frisch und knackig oder schon etwas älter. Aber in jedem Fall sollte unser Fasziengewebe diese Gitterstruktur aufweisen. Die sollte gleichzeitig elastisch sein und dehnbar in alle Richtungen und gleichzeitig reißfest und zugfest. Ja, und wenn du schon die eine oder andere Verspannung spürst, die eine oder andere Verklebung oder dein Fasziennetz nicht mehr ganz so elastisch ist, dann bist du hier heute genau richtig. Und ich wünsche dir viel Spaß mit unseren Faszien. Wir starten auch schon los mit dem Rolling und lösen unsere Verspannungen. Dazu brauchst du einen Ball, zum Beispiel einen Tennisball. Fast kraftvoll von vorne bis zur Ferse nach hinten. Mal über die Innenseite, die Mitte, die Außenseite. Du wirst schon da verschiedene Verspannungen entdecken. Du kannst auch kreuz und quer über den Ball rollen oder vorsichtig draufsteigen. Und dann spür ein wenig nach und wechsel zur zweiten Seite. Auch hier kraftvoll von vorne nach hinten alle 5 Strahlen durchfahren. Von der großen Zehe bis zur Ferse, der Mittelzehe, der kleinen Zehe. Oder kreuz und quer rubbeln. Oder einfach draufsteigen und die Fußsohle durchkneten. Nachspüren. Weiter geht es mit der Wade. Du legst deine Rolle unter deine Achillessehne und fährst kraftvoll von unten bis zur Kniekehle. Wähle immer verschiedene Positionen, die Mitte, die Innenseite, die Außenseite, um alle Verspannungen zu lösen. Wenn das für deine Handgelenke zu viel ist, schnapp dir eine zweite Rolle, die legst du unter deine Oberschenkelrückseite, fährst auch hier kraftvoll von unten nach oben, in verschiedenen Positionen. Flex dabei den Fuß, um deine Faszien nochmal besser aufzuspannen. Wir machen gleich weiter mit der Beinaußenseite. Legst die Rolle unter deinen Rollhügel und fährst auch hier von unten nach oben. Verschiedenen Positionen. Du kannst dein Bein auch weiter vorne aufstellen, um den vorderen Bereich des Oberschenkels schon ein wenig mitzurollen. Wechsel zur zweiten Seite. Wir beginnen wieder mit der Wade, mit einer oder gleich beiden Rollen und kraftvoll von unten nach oben rollen. Auf einer Schmerzskala 1 bis 10, 1 ist wenig, 10 ist viel, solltest du dich immer bewegen in der 7 bis 8. Das heißt, es sollte nicht zu schmerzhaft sein. Wenn du zu wenig spürst, dann nimm entweder eine härtere Rolle oder gib ein wenig mehr Druck auf deine Rolle. Das gleiche gilt für die Außenseite der Oberschenkel. 7 bis 8, nicht zu schmerzhaft, aber auch nicht zu wenig. Für die Oberschenkelvorderseite kannst du die zwei Rollen nebeneinander legen. Du beginnst in der Mitte der Oberschenkel
Du hast kraftvoll vom Knie Richtung Hüften. Wähle auch hier immer wieder andere Winkel. Die Mitte ein wenig rechts, ein wenig links von der Mitte. Vielleicht eine etwas härtere Rolle. Und roll auch hier kraftvoll vom Knie bis zur Hüfte hinauf. Während du rollst, kannst du langsam vorsichtig deine Beine bewegen. Und du wirst auch hier spüren, dass sich die eine oder andere unentdeckte Verspannung lösen kann. Für das Lösen der Verspannung in den Waden kannst du auch die Position im Sitzen wählen. Du legst die Rolle unter deine Oberschenkel und schaukelst ein wenig rechts und links. Wenn du mehr brauchst, rutscht die Rolle Richtung Wade hinauf und schaukelt da noch ein wenig rechts und links. Es geht weiter mit dem Rücken. Du beginnst in der Mitte des Rückens, stützt den Kopf und schaukelst hier zur Seite vorsichtig rechts und links. Hebst dein Becken hoch, rutscht ein wenig weiter hinunter und schaukelst hier nochmal zur Seite. Wenn es für dich sehr schmerzhaft ist, dann wähl entweder eine leichtere Rolle oder mach das Ganze ein wenig langsamer. Wenn du mehr brauchst, dann beginne wieder in der Mitte des Rückens, heb das Becken hoch und fahr vorsichtig von unten nach oben. Am besten nicht genau über die Wirbelsäule, sondern rechts und links neben der Wirbelsäule. Bereich zwischen den Schulterblättern besser zu erwischen, wanderst du mit den Beinen zur Seite und rollst den Bereich zwischen den Schulterblättern durch. Das Ganze auch auf der zweiten Seite. Besser zu erwischen, hebst du das Becken noch ein wenig höher, rollst über die Schulterblätter Richtung Nacken hinauf und spürst am besten, wo es dir gut tut, genau dort bist du richtig. Eine angenehmere Variante für den Bereich des Nackens gibt es noch in der Seitenlage. Dazu liegt die Rolle unter den Nacken, vielleicht ein Handtuch drauf, damit es nicht ganz so hart ist. Und roll vorsichtig von deiner Halswirbelsäule bis zum Kiefer nach vor. Wenn du eine Verspannung entdeckt hast, bleib genau dort, mach kleine Bewegungen mit dem Kopfnicken, mit der Nase kleine Kreise malen.
der zweiten Seite vorsichtig von der Halswirbelsäule bis zum Kiefer nach vor bewegen. Spür hinein in die zweite Seite. Es kann sich ganz anders anfühlen. Mal eher weiter oben im Bereich der Ohren. Mal eher weiter unten im Bereich der Schultern. Wenn du was entdeckt hast, bleib genau dort. Beweg den Kopf mit leichten, kleinen Bewegungen. Nicken, kreisen. Ganz vorsichtig sanft oder mit ein bisschen mehr Druck. Spür hinein, was dir gut tut. Nach dem Rolling mach es dir gemütlich in der Rückenlage. Wir machen weiter mit Mobility und Facial Stretching. Dazu die Arme und die Beine lang strecken, rechts und links in die Länge schieben. Lass dir richtig gut gehen. Dann starte mit großen Kreisen. Die Arme lang. Nimm die Füße gleich mit dazu. Und wechsle auch die Richtung und spür die Länge bis in deine Finger. Versuch mit den großen Zehen den Boden zu berühren. Breite die Arme an den Seiten aus. Heb ein Bein hoch und bring dein Knie zur gegenüberliegenden Seite. Weiter für deine gute Mobility, Beweglichkeit in deinem unteren Rücken. Wenn du mehr brauchst, streck das Bein lang, bring den Fuß zur gegenüberliegenden Hand. Am besten ist, du machst das Ganze in deinem eigenen Tempo. Jedes Mal ein Stückchen weiter. Bring deine Knie zur Brust und kreise ein wenig. Am besten über die Seitenlage zum Sitzen hoch. Machst du gemütlich deine Fußsohlen zusammen. Mit dem Einatmen lass dich richtig groß werden. Schieb die Hände in den Boden. Und wir machen weiter mit dem Nacken. Mobility für den Nacken. Du legst dein Ohr Richtung Schulter. Rechts und links. Ganz in deinem eigenen Tempo. Bleib mit dem Kopf auf einer Seite, greif mit dem Arm über den Kopf drüber und komm in einen easy stretch. Dein Kopf, der wehrt sich, mit dem Ausatmen locker lassen. Und vorsichtig ein wenig weiterziehen. Stück für Stück in eine angenehme Dehnposition. Beweg nochmal vorsichtig den Kopf nach rechts und links. Spür vielleicht den Unterschied. Auf der zweiten Seite, lass den Kopf auf der Seite liegen. Dann mit dem Arm über den Kopf drüber, zieh vorsichtig in eine Dehnposition. Der Kopf, der
verwehrt sich, dem Ausatmen lass los und zieh ein Stückchen weiter. Vorsichtig locker lassen und ein wenig nachspüren. Komm in eine Rückensitzposition. Halt dich fest an den Knien und schieb den Rücken gerade und wieder nach hinten rund. Bring Beweglichkeit in deine ganze Wirbelsäule. Vom Steißbein bis zum Nacken hinauf. Wir kreisen. Jedes Mal ein Stückchen weiter, mit jedem Mal ein Stückchen tiefer. Wechsel auch die Richtung. Dann halte dich fest an deinem Knie und komm in einen Easy Stretch. Spürst den unteren Rücken. Vorsichtig hineinpouncen oder besser gesagt repouncen wie eine kleine Feder, Stück für Stück ganz sanft tiefer, bis du eine angenehme Dehnung im unteren Rücken spürst. Und dann wieder lösen. Die rechte Hand greift an den linken Fuß. Wir kommen zu einem Easy Stretch für deine Beinrückseite. Mit dem Einatmen lass den Rücken gerade werden. Mit dem Ausatmen wieder lösen. Werde Stück für Stück länger. Mit dem nächsten Ausatmen lass dich nach vorne auf dein Bein sinken. Und da kommen wir in einen Cat Stretch, das heißt, du bewegst ganz vorsichtig deinen Oberkörper, deine Schultern, vielleicht die Hüften, vielleicht dein Bein. Du kommst dadurch immer tiefer in die Dehnposition hinein. Dann löst dich vorsichtig aus der Position heraus, stell die Beine auf und schaukel ein wenig rechts und links. Wiederhol das Ganze zur zweiten Seite im Türkensitz, die Hände an den Knien, mit dem Einatmen groß werden. Mit dem Ausatmen nach hinten rund werden. Bring Bewegung in die ganze Wirbelsäule. Vom Steißbein bis zum Scheitel. Mit dem nächsten Einatmen riesengroß bleiben. Und Kreise beschreiben. Atme aus und wieder ein. Wechsel auf die Richtung. Und auch riesengroß, halt dich fest an deinem Knie, komm in den Easy Stretch. Und vorsichtig pouncen, Stück für Stück, ohne viel Kraft. Nur das, was leicht geht. Vorsichtig an deinen Faszien zupfen und dann einfach sinken lassen. Das rechte Bein wird lang, die linke Hand greift an den rechten Fuß
Rumpf. Dem Ausatmen wieder lösen. Atme in deine Faszien, in deine Beinrückseiten hinein. Spür, wie es leichter und leichter geht. Lass dich einfach sinken. Komm in den Cat Stretch. Beweg ganz vorsichtig deinen Oberkörper, den Kopf, die Schultern, den ganzen Rücken, dein Bein. Denk an dein Fasziennetz, an dein Obstsackerl. Und spür und genieß, wie sich deine Faszien lösen und du tiefer in den Stretch hineinkommst. Dann vorsichtig aus der Position lösen, stell die Beine auf. Schau ein wenig rechts und links. Und wieder mal hineinspüren, wie es dem Körper so geht. Und dann komm langsam über die Seite in einen Vierfüßerstand. Schieb dich ganz zurück auf die Fersen. Bleib für einen Moment hier. Atme in deinen unteren Rücken hinein. Spür nun nach, wie es deinem unteren Rücken geht. Komm in die Vierfüßerposition hoch und wechsel zwischen einem Rundrücken, nimm den Kopf mit dazu und einem Hohlrücken, die Bauchdecke fest hineinziehen. Bring Bewegung, Mobility in deine ganze Wirbelsäule, vom Steißbein bis zum Scheitel. Beim nächsten Mal rund bleiben und beschreib mit dem ganzen Rücken Kreise. Dass die Arme noch ein wenig länger werden. Eine gute Dehnung zwischen den Schulterblättern zu spüren und wechsle auch die Richtung. Geht's zurück auf die Fersen, mit dem Einatmen lass die Hüfte sinken, bring deinen rechten Fuß auf die linke Kniekehle und schaukel dich wieder zurück. Dehnung für deine Frontallinie, den ganzen Körper Vorderseite und deine ganze Körperrückseite. Und jedem Mal lass die Hüfte ein wenig tiefer sinken, öffne bis zum Kinn hinauf. Schau, dass dein Becken nicht durchhängt, die Bauchdecke fest hinein. Dann gönn dir ein wenig Pause auf deinen Fersen. Wir machen weiter in der Seitenlage mit der Frontallinie, Oberschenkel und Hüften. Dazu greifst du mit der oberen Hand an den Fuß, ziehst deine Ferse Richtung Gesäß. Für ein fasziales Dehnen bring ein wenig Druck mit dem Fuß in die Hand. Mit dem Ausatmen lass los und schieb das Knie weiter nach hinten, hinter deine Körperachse. Wieder Druck in die Hand, loslassen und das Knie weiter hinter die Körperachse. Stück für Stück. Dann langsam lösen, leg das Knie vorne ab. Öffne den oberen Arm im rechten Winkel mit dem Auge.
Ausatmen öffnen und wieder schließen. Wir wollen Dehnung für die Brustmuskeln. Mit jedem Mal ein Stückchen weiter. Hinten bleiben und beweg deine Finger, deine Hand. Bis du tiefer sinkst und dein Ellbogen den Boden berührt. Vorsichtig wieder zurückkommen und wir wechseln zur zweiten Seite. Auch da wieder Frontallinie, Oberschenkel, Hüfte. Die obere Hand nimmt den Fuß. Du ziehst dein Knie in eine sanfte Dehnposition. Für das fasziale Dehnen gib wieder ein bisschen Druck mit dem Fuß in die Hand. Im Ausatmen locker lassen und weiter nach hinten ziehen. Stück für Stück ein bisschen näher, bis du deine sanfte Dehnung in deinen Oberschenkeln spürst. Dann leg das Knie nach vorne ab und öffne deinen Arm. Mit jedem Ausatmen ein wenig weiter. Dass dein Knie auf dem Boden bleibt und dann öffne deinen Oberkörper, lass den Arm da hinten ganz schwer werden, beweg die Finger, die Hand, den Ellbogen, einfach der Schwerkraft nachgeben und den Arm tiefer und tiefer sinken lassen, bis du eine angenehme Dehnung in deinem Brustmuskel, vielleicht auch bei den Rippen spürst. Langsam aus der Position lösen und komm über die Seitenlage und setz dich auf die Fersen. Wirbel für Wirbel hoch, atme tief ein, rolle ein wenig deine Schultern. Es geht weiter mit dem Facial Stretch für deinen Hüftbeuger. Dazu nimm das rechte Bein nach vorne in einen Ausfallschritt, die Bauchdecke fest hinein und schieb ganz vorsichtig dein Becken nach vorne, bis du eine sanfte Dehnung in den Hüften und den Oberschenkeln spürst. Facial Stretch, arbeite in ganz verschiedene Richtungen. Denk immer wieder an deine Gitterstruktur in den Faszien. Die lieben diese Bewegungen, dieses sanfte Hineinfühlen. Dann vorne bleiben und den linken Arm dazu über den Kopf. Spür hinein in die Dehnung. Die ganzen Seiten vom kleinen Finger bis zum Knie. Und dann beweg dich auch da in verschiedenen Richtungen. Der Blick zum Himmel. Und langsam wieder lösen. Komm in eine Gegenbewegung. Das vordere Bein ein wenig länger strecken. Vielleicht kannst du es noch nicht ganz durchstrecken, aber spür ein wenig die Dehnung in deinen Rückseiten. Und dann wechsel zur zweiten Seite. Bring dein linkes Bein nach vorne, deine Schultern zurück, die Bauchdecke fest hinein und führ den Facial Stretch vorsichtig. Vorne ziehen in ganz verschiedene Richtungen.
bleib in einer angenehmen Dehnposition. Dann der rechte Arm über den Kopf. Und in den Cat Stretch bewegen deine Finger, deine Hand, dass dich immer länger werden. Beweg den ganzen Oberkörper, deinen Blick zum Himmel, deinen Blick zur Erde. Und mal langsam wieder lösen. Kurze Gegenbewegung, das vordere Bein länger strecken und wieder lösen. Dann komm über die Mitte und zieh in die Innenseiten rechts und links deine Finger entweder am Boden. Wenn dir das zu viel ist, dann nimm die Hände weiter hoch auf deine Oberschenkel. Schieb ganz bewusst die Außenkante deiner Füße in den Boden. Eine gute Beweglichkeit in deinen Hüften, eine gute Dehnung in deinen Innenseiten. Langsam die Beine, atme tief ein und wieder aus. Lass dich fallen. Wieder deine Hände an den Oberschenkeln oder wenn du mehr brauchst, deine Hände an den großen Zehen. Komm auch hier in den Facial Stretch, das heißt, du bewegst deine Gitterstrukturen wieder rechts und links und ganz sanft. Einer Schmerzskala 1 bis 10, nur in die 7 bis 8 hinein und sink mit jeder Bewegung ein wenig tiefer. Lass dir richtig gut gehen. Vorsichtig aus der Position lösen, die Beine schließen, mal langsam Wirbel für Wirbel hoch bis zum Stehen. Atme tief ein und wieder aus, die Schultern rollen. Weiter mit dem Swinging. Dazu setzt dich ein wenig tiefer in die Hocke und ein Arm schwingt ganz leicht nach vor, zurück. Stell dir vor, du möchtest nach hinten etwas wegwerfen, dem Arm nachschauen und verändere auch die Position der Hand. Zehn bis 15 Mal. Atme tief ein und wechsel zur zweiten Seite. Abstützen und den Arm schwingen lassen. Einfach nach hinten wegwerfen. Ein Pounce nach hinten. Noch hier verändert die Position der Hand. Ausatmen, wieder lösen. Swing für die Beine. Du startest ganz leicht. Mit dem Bein vor, zurück. Kannst auch die Arme mitnehmen. Wenn du einen guten Stand hast, dann werde größer. Zehn bis 15 Mal und wechsel zur zweiten Seite. Klein beginnen. Immer größer werden.
wieder zum Stehen, atme noch einmal tief ein. Mit dem Ausatmen lass dich sinken in einen Vorfort. Gönn dir ein paar Atemzüge, genieß die Dehnung in der Beinrückseite, schaukel nach vor und zurück auf die Fersen. Schöpfe Kraft für unseren nächsten Teil, für Kraft für die Faszien. Du willst dein ganzes Fasziennetz nochmal aufspannen. Komm dazu in eine Standwaage. Du hebst ein Bein, spreizt beide Arme nach außen und dehnst dein ganzes Fasziennetz auf. Hinunter in die Ferse, hinauf in den Nacken, nach rechts und links und langsam wieder lösen. Zeit für ein paar Atemzüge. Und dann wechsel zur zweiten Seite. Heb dein Bein, breit die Arme aus und spann dein Fasziennetz auf. Da geht noch ein bisschen mehr von rechts nach links bis in deine Finger. Von oben nach unten, in den Nacken, in die Fersen und dann langsam wieder lösen. Zweite Runde Kraft für die Faszien. Komm in einen Lunge Twist, dein rechtes Bein zurück. Dein linker Arm hinauf zum Himmel. Spann alle Faszien auf, dein ganzes Fasziennetz. Von unten nach oben bis in deine Finger, von deinem Scheitel bis in deine Fersen. Langsam lösen, die Beine schließen und wechsel gleich die Seite. Lunge Twist und spann dein Fasziennetz auf, von Finger zu Finger, von Scheitel zu Ferse. Wieder lösen und dann bring dein Bein nach vorne zwischen die Hände, dein anderes Bein lang. Wir machen es gemütlich in der nächsten Stretch-Position. Du kannst deine Faszien auch über die Atmung und das vegetative Nervensystem entspannen. Dazu bleibst du ungefähr 90 Sekunden oder länger in einer Dehnposition. Atmest hinein, bewegst dich hinein, lass dich mit der Schwerkraft einfach sinken. Du kannst währenddessen immer wieder deine Position ein wenig verändern. Vielleicht den vorderen Fuß ein wenig weiter herausnehmen, um die Dehnposition zu verstärken. Wenn du genug hast, dann vorsichtig aus der Position lösen. Und wechsel zur zweiten Seite. Auch da ganz beruhige Atemzüge durch die Nase ein, durch Nase, Mund wieder aus. Spür die Entspannung in deinem Nacken, deinen Schultern, deinem Rücken. Hüften.
vorsichtig aus der Position lösen. Nimm die Beine zusammen und komm in die Rückenlage. Hier brauchst du wieder deine Rolle. Du legst die Rolle unter dein Becken, nicht in dein Kreuz, sondern im Bereich der Hüftknochen. Wir wollen eine Dehnung, eine fasziale Dehnung im Bereich der Hüften spüren. Dazu streck ein Bein lang und nimm beide Arme über den Kopf. Auch hier bleiben wir ein wenig länger in der Position, werden länger im Bein bis in die große Zehe, werden länger in den Armen. Es gibt jetzt nichts zu tun. Einfach bleiben und atmen. Mit dem Einatmen lass den Bauch dick werden. Mit dem Ausatmen lass den Bauch wieder sinken. Und spür die Entspannung in deinen Hüften bis in dein Zwerchfell hinauf. Wenn es genug ist, dann langsam lösen und wechsel zur zweiten Seite. Auch da wieder Länge bis in die großen Zehe, Länge bis in die Arme und atme. Mit dem Einatmen lass den Bauch wieder dick werden, mit dem Ausatmen wieder sinken. Die Entspannung in den Hüften, in deinen Rippen, in deinem Schulter- und Nackenbereich. Genug hast, dann vorsichtig aus der Position lösen. Gib die Rolle zur Seite. Machst dir bequem in der Rückenlage. Die Fußsohlen zusammen, die Knie fallen auseinander, die Arme weiterhin über dem Kopf. Lass dir richtig gut gehen. Einfach nur atmen. Tief durch die Nase ein. Nase, Mund wieder aus. Und schau mal, wo du loslassen kannst. Vielleicht in den Beinen, in den Hüften. Vielleicht im Bereich zwischen den Rippen, dem Rücken. Vielleicht im Bereich der Schultern, der Arme. In deinem Gesicht. Einfach bleiben und genießen.
Wenn es genug ist, dann nimm die Arme vorsichtig zu dir. Stell die Beine auf. Schaukel ein wenig hin und her. Über die Seitenlage zum Sitzen hoch. Dann such dir eine angenehme Sitzposition. Du kannst dich auch auf die Rolle setzen. Dehn nochmal deinen hinteren Nacken. Den seitlichen Nacken. Schüttel nochmal alles aus. Und ich sage Dankeschön, schön, dass du mit dabei warst. Ich wünsche einen wunderschönen Tag und sag bis bald beim nächsten Faszienfit.